Zeit, ein bisschen Blei in die Heide zu jagen. Auf die Plätze! Fertig! Los! Das ist euer Champion. Lauf lieber weg vor Gibraltar! Ich bin der Jump Master. In der Kaserne sind wir Kameraden, aber bei den Spielen... Wollen wir auch mal hier rechts gehen, aber dann wieder runter? Ja. Von der Pistole bist du. Oder ich weiß nicht, ob das vorteilhaft ist, da oben zu landen oder runter zu gehen. Ja, ich würde eher unten, dann kriegst du mehr Sachen. Aber dann musst du auch von unten nach oben. Soweit habe ich jetzt gedacht, weißt du? Ja, lass doch hier. Die Häuser. Dann haben wir direkt den Aufstieg nach oben. Das ist ein. Achso. Nee, ja, gut, der Aufstieg ist ja auch da, aber du musst trotzdem immer noch von unten nach oben. Oh, die sind weit vor mir da. Danke. Und ich hab nichts. Wir haben uns gerade noch über den anderen Ort hier unterhalten. Wow, Schäfte. Alles außer Waffen. Bei mir ist hier eine Alster, eine Elster und eine Havoc. Also bei der Elster ziehe ich tatsächlich die Mosambik vor. 99. Schwere Muni. Alles lag wieder. Ah, shit. Ja, komm, lass uns einfach mal. Bist du einsatzfähig? Was meinst du? Sonst würde ich sagen, gehen wir einfach mal links hoch oder rechts hoch oder was auch immer. Hier mit der Zipline. Ist angenehmer. Dann bin ich ja oben immer so gefangen, wenn da sofort ein Gegner ist. Ist aber keiner. Hier oben ist noch leichte Muni. Ich nehme nicht alles mit. Eine 301. Hier ist eine R300. Lila Buddy in der Mitte. Ja, ja. Holen wir uns jetzt. Das würde ich doch gerne mitnehmen. Lauf habe ich hier noch. Hier ist ein Laufstabilisator. Stufe 1. Da ist noch ein goldenes Buddy. Oh ja, das würde ich doch nehmen. Ich habe nämlich kaum große Heilungen, von daher passt das super. Dann warte mal. Wo kann man das hier? Das ist versteckt, oder was? Naja, so siehst du es zumindest nicht so schnell. Aber hier oben waren sie tatsächlich noch nicht, ne? Mhm. Hier ist noch ein blauer Helm. Hier ist ein Helm, Stufe 2. Habe ein Hitzeschild gefunden. Habe ich. Hier ist ein Schrotflintenverschluss. Den brauche ich. Stufe 3. Erhöht die Feuerrate. Ich kann ihn nicht. Meine Güte. Also manchmal stehe ich mir ehrlich an wie der erste Mensch. So, lass uns mal gucken, wo die anderen Hitzen sind. Ja. Ich guck mal von hier oben runter. Okay. Auf jeden Fall resten sie hier vorne. Ich glaube, das war hier. Hier, ja, das war da. Hier ist alles offen. Komm, wir gehen einfach mal rechts runter. Weil hier sieht noch ungelootet aus, wenn du mich fragst. Ja, da ist eine Tür offen da hinten. Ach so. Sonst habe ich ja noch keinen Gegner gesehen. Also nicht hier, sondern da, wo die anderen Gegner vorhin waren. Das bist du. Der Ring bewegt sich. Beeilung. Ich habe hier jemanden da fliegen gesehen. Die Hälfte des Squads ist noch übrig. Ja, die haben hier gerest. Ich kann doch hier pingen. Schon gut.
verarschen, da oben ist die Lifeline. Wo? Warte, hier gerade zu, hörst du es? Die haben da gerade ein Lifeline-Package geholt. Ja, scheiß drauf, scheiß drauf. Nee, also ganz ehrlich. Jetzt gehe ich nicht nochmal zurück, jetzt gehen wir zu den Schüssen da. Es könnte hier gewesen sein. Ja, da sind sie. Ich werfe mal einen Ulti hin. Ich werfe mal eine Granate hin. Nichts getroffen. Ich habe zwei. Hat nochmal einen Hit auf Blau. Na los, dann rein. Ich habe noch einen getroffen. Ich geh rein. Revenant Ulti. Oder nee, nicht Revenant Ulti, Entschuldigung. Ich versuch's von der anderen Seite. Eingedownt. Heil mich eben. Jo. Der heilt sich auch, ich hör's. Er ist rechts drinnen, noch welche. Einer weg. Weiß nicht, ob es noch mehr sind. Gut. Waren alle, hat er gesagt. Was auch Kane sagt, muss stimmen. Ja. Das fahren alle. Contado. Also ich brauche Heavy. Haben die beide hier? Also in beiden Dingern, in beiden Kisten ist was drin. Mich ärgert das, dass wir jetzt so wenig hier abbekommen haben. Ja, immer noch ein Kill für jeden, ne? Das ist wenigstens etwas. Naja. Ich gehe mal davon aus, dass die Lifeline und was du gerade eben gesagt hast, jetzt nicht dabei waren. Bei denen, die wir jetzt hier hatten. So, können weiter von mir aus. Ich bin hinter dir. Wo immer du hingehen willst, können wir hingehen. Warte mal, ich guck mal hier in die blaue Kiste, vielleicht hat er noch ein bisschen leichter. Ja, 6 Schuss, wunderbar. Jetzt geht's los. Aber die werden doch da oben, wo wir jetzt hergekommen sind, werden die doch nicht so ewig gelootet haben, als dass die jetzt das Care Package rufen. Wieso Ultimate Accelerator, 2 Stück. Ja, das leuchtet mir ein, aber die waren doch nur in einem Haus da drin, in einem Gebäude. Dann anscheinend. Die können ja außenrum gegangen sein, da sind ja noch ganz viele Kisten. Kurios. 2 Hits auf Purple, 28, oh Gott. Boah. Wir müssen zurück. Ja, klar. Noch weiter. Ja. Ich könnte hier ins Haus gerade gefallen. Ich komme hier. Die kommen! 5 Sekunden. Einer down! So viel dazu. Ladeschilde. Hier. Ist fast tot. Ich seh ihn nicht. Hier, der ist abgefahren. Oh, ey, ich stell mich aber auch an wie der erste Mensch. Ich hab ihn von oben beschossen, nicht einen Schuss mit der 301. Ich hab mich schon gefragt, ey, warte, der wird auf One. Wie viel frisst der noch? Ja, ja. Ich hab nicht getroffen, jetzt war ich schlecht. Halt, nimm dir ein Schild raus. Nimm dir das immer zuerst. Wieso? Ich will mein Schild behalten. Naja, aber immer erst heilen. Ich klau dir hier auch nicht weg, versprochen. Höre ich gerade Pokémon von draußen. Was hörst du? Das Opening von Pokémon. Keine Ahnung. Du kannst mir die Sachen fragen. Hat mich gerade sehr gewundert. Also wenn du mich fragst, die 301 ist die beste Midrange, Close Range Waffe, die es gibt hier in dem Spiel. Also jetzt logischerweise ist die Feuerrate nicht so hoch wie bei der 99. Aber die 301 ist so extrem präzise, wenn du damit umgehen kannst. Was jetzt auch nicht so sehr schwer ist, ja. Was sagen die, ist ja wirklich sehr, wirklich sehr handlich, ja. Ja, absolut richtig. Anfänger und Pros können mit der eigentlich. War da was? Ja. Weil ich sehe niemanden. Wir hat jemanden langwuseln sehen. Komm, warte mal, es kommt. Was angeflogen? Ja, sein Kollege. Habt ihr da deine Kostüme gesichtet?
Bin jetzt bei dir. Ich aim die Tür ab. Hinter der Tür liegt da, steht da. Und die wollen mir keine Höhe verkaufen. Leider keine Granate, nur meine Rauch. Einer ist clean, ich geh von der anderen Seite ran, ich geh von der anderen Seite ran. Halt nur die Tür. Oh Gott, ist das weit. Eingedownt. Ich sehe den zweiten nicht. Wo ist der zweite? Oh ey. Ich sag ja, ich stell mich an wie der erste Mensch heute. Paar kleine Schnitzel würde ich noch nehmen. Ich glaube, es kommt schon wieder die nächste. Mach dich voll. Ich glaube. Ich will nichts ersetzen. Was ist denn hier mit dem nicht richtig? Heute nur an die Kiste. In 10 Sekunden schließt sich der Ring. Tut ihn hier oben? Ah, ist nichts. Glaub mir. Doch, Schilder. Der Octane hat sich wirklich extrem gut bewegt und ich habe mich extrem schlecht bewegt. Also es hat super, super zusammengepasst. Ring schließt sich. Ich mach's ja gerne spannend, aber so langsam. Dream-Pärchen hier. Naja. So, Ring. Jo. Hab ein Jump-Pad. Wollen wir hier durch die Schlippe? Was könnte hier drin los? Klar, Hauptsache nicht so komisch offen. Schneller, schneller! Ja, dieses Care-Paket sollten wir uns definitiv ansehen. Aber könnte es halt auch sein, dass was von rechts kommt? Was ist mir egal? Sag du mir. Hauptsache durch. Stell den Ring. Der Versprung ist in. Wie gesagt, schön aufpassen. Runde 3. Starte Ring Countdown. Tango bei mir. Okay. Warte noch, warte noch. Einer cracked. Einer gebrochen. Replikator landet. Vorsicht. Oh, ja. Ult. Ja, heilig. Wir müssen aufpassen, dass nichts hinter uns kommt. Also entweder machen wir hier schnell. Oh, was? Halten, halten, Position halten. Position halten. Noch ein bisschen. Eingetroffen. Er hat jetzt keine Ult mehr, aber wir können nicht pushen, es ist caustic. Okay, bin wieder da. Und ich sehe nichts. Ja, das ist mir eigentlich nicht hier. Dann laufe ich außen rum. Nee, ich würde einfach weg wollen, oder? Was meinst du? Ja, aber außen rum. Wenn du hier hältst. Na gut. Von außen, du kommst sofort nach. Ich glaube, die wissen das. Bloodhound cracked. Wir haben nur eine Minute und der Ring ist direkt da. Lade meine Schilde. Eigentlich hätte ich außen rumlaufen müssen. Also ich schätze, der Caustic sitzt doch nicht in der Ecke. Einer down, jetzt. Prima. Ich brauche Batterien. Das war der komplette Squad. Niemand wurde verschont. Schön gespielt. Haben die Batterien? Finale. Geht mal zu, Amigos. 3-0. Die haben keine Batterien. Großartig. Aber nicht lange, mein Freund. Schön, gut gemacht. Noch ein Fight. Was? Och, nö. Aber guck mal, lief doch gut. Ich sag doch außenrum. Ja, das sagt man aber nicht. Ich muss kurz aufzeigen. Dass der Blatt hat auch nie gescannt hat. Ne, das war der totale Anfänger. Die hätten sofort wissen können, dass wir nicht dass du alleine bist. Ja, wie gesagt, wir hätten es auch schlauer machen müssen und ich hätte rumrennen müssen. Ich bin Octane. Aber ich wollte einfach nicht. Ich wollte einfach nicht, dass was von hinten kommt, weißt du? So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen hören. Also logischerweise werden wir keine Schüsse hören, schätze ich. Guck mal hier oben links rauf. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass sie den Highground bekommen.
Für den Fall der Fälle. Ich kann mir auch vorstellen, dass die hier im Care-Package-Jets gehen werden. Ja. Geh mal in die Hocke, dass die uns nicht sofort sehen. Und dann müssen wir gucken. Ich habe nichts zum Schmeißen. Ja, ich leider auch nicht. Nehmen wir so nicht mehr das letzte Fight. Ah. Ziel gesichtet. Fast gebrochen. Rechte Seite auch einer. Weiß nicht, ob das derselbe ist. Zipline! Ach nee, Quatsch, hier das Ding. Gebrochen? Wo sind die jetzt hin? Belastend. Hier. Wir beziehen hier Stellung. Ich geh zum Care Package. Der heilt sich eh auf, bis wir da sind, von daher. War das nur einer? Der Ring ist in der Nähe. In ja, aber Diamond Player. Also müssen wir den schon echt vorsichtig spielen. Jo. 45 Sekunden, bis der Ring sich schließt, Amigos. Man weiß ja nie, ob der sich hochgerankt hat. Hier ist eine Schildkarte. Oh, wunderbar, danke. Was war's für ein Charakter? Pathfinder, glaube ich, oder? Ja, er hat eine Zipline nach oben gemacht und davor hat er sich so gehuckt. Ring ist nicht weit weg. Und schneller. Ich hoffe tatsächlich auf eine Waffe, ehrlich gesagt. Oder auch nicht. Oh, noch einer. Ah, nimm das mal mit. Eine Optik. Eine Nahdistanz. Markiert deine Gegner. In 10 Sekunden schließt sich der Ring. Wenn du eine Waffe dafür hast. Ah, wir sind jetzt unten. Ich würde lieber erstmal irgendwo hier hoch und dann mit der Zipline hier links rüber, dann haben wir wieder Überblick. Ja. Und auf jeden Fall immer zusammen, nicht alleine. Also sniper-technisch ist der echt scheiße. Es sind zwei! Ich bin unten. Ich bin unten zum Heilen. Unten zum Heilen. Gesehen. Nee. Er wartet da auch auf uns. Andere, ey. Diese Nervenfehler ist nein. Das ist wirklich nervig. Wir brauchen einen anderen Weg. Wir warten einfach hier auf dein Jumppad und springen gleich zu den ersten rüber. Also. Jumppad habe ich, Jumppad habe ich. Jetzt! Oh, Junge! Der Jumper hat mich immer schon angesteuert. Angehittet. Zipline. Ja, geht nicht. Nicht pushen. Nee, ich wollte mich hier drüben nur heilen, Mann. Ich sehe nämlich überhaupt nicht durch das Scheiß, durch den Scheiß Rauch. Wieder Zipline. Ich glaube, die sind beide nach rechts weg. Ja. Ja, da waren sie gerade eben. Sperren wir ihn jetzt einfach hier den Weg ab. Ganz einfach. Die machen noch diese Blei, die kommen zurück. Pathfinder unten. Ich treffe ihn einfach nicht, ich gehe in Infight. Down, ich muss heilen. Er hat goldenes. Scheiß drauf, erst heilen. Wunderbar. Ich bin da. Nicht getroffen. Bloodhound, Ult, jetzt kommt er, wir sind zu zweit. Ich sehe nicht, wo er ist. Er ist im Rauch. Lade meine Schilde.
Jetzt oder nie! Warte erst, bis seine Ult vorbei ist. Huh! Er darf nicht hier unten an der Swap-Body. 20? Ult ist bei weg, hier hinten. Ich pushe jetzt, so scheiß drauf, ich pushe. Hab ihn. Oh Gott! Anstrengender Gegner. Ah, wirklich anstrengender Gegner. Ganz, ganz gut gespielt haben die. Wirklich. Aber es war der absolute Fehler, dass der Pathfinder zu uns rüberkam. Das haben sie absolut falsch gemacht. Aber sonst haben sie wirklich gut gespielt. Hut ab. Jetzt saß auch bei uns beiden mal der Damage.